Ja, hallo liebe Fans von GSC-TV und liebe Fans des Goslarer Sportclubs. Wir befinden uns eine Stunde vorm Spiel. Man sieht, wie die Massen gerade ins Stadion strömen. Und es ist schon ganz gute Stimmung hier. Gleich geht's los gegen Kloppenburg um 15 Uhr. Und ja, was dabei rausgekommen ist, seht ihr ja dann nach dem Spiel. Bis dahin. Macht's gut. Und damit herzlich willkommen zum Spitzenspiel am Osterfeld. Geneigte Freunde des gepflegten Angriffsfußballs. Heute mit einer ganz besonderen Aktion, die die Sparkasse Goslar Harz mitgesponsert hat. Wir haben ein großes Rahmenprogramm für unser Spitzenspiel gegen den BV Kloppenburg mit einem Vorspiel unserer E2-Jugend gegen SV Union Seesen 03, das leider verloren ging. Ja, 2-1. Der Musikzug Goslar war da, hat uns bei dieser schönen Aktion unterstützt. Leider in den falschen Farben, aber das kriegen wir nächstes Mal auch noch hin, denke ich. Ja, kriegen Sie mal neue Uniformen. Ne? Und genau. Wir hatten insgesamt fast 1200 Zuschauer im Stadion, was neun Stadionrekord. Ja, Ziel erreicht, absolut. Vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Unsere Cheerleaders waren auch mit dabei. Wir haben noch ein paar schöne Pyramiden. Kennst, also du, der den, kennst du den Fachausdruck dafür? Haben? Ja, Pyramide. Ah, okay. Was hat der Verein? Der Verein hat mal gezeigt, dass er doch ganz schön was am Start hat. So. Auch über die erste Herren hinaus, die heute gespielt hat. Unsere Fans waren auch da. Sogar Fanblock war voll. Ihr für uns und wir für euch. Schönes Motto. Ja, los geht's. Ja, hinein ins Spiel. Erste Chance, Ted Zikarabulut legt den Ball auf Tim Rubing. Leider verunglückt die Flanke. Das Spiel generell in der ersten Hälfte, der GSC etwas stärker als der Gegner. Aber die Mannschaften haben sich doch sehr stark neutralisiert. Es war bei beiden Mannschaften die Angst vor einem Gegentor zu spüren. Also immer eher sichernd als also gebremste, kontrollierte Offensive, sagen wir mal so. Das war kein Handspiel, wie wir eben gesehen haben. Hier setzt sich Teschan wieder durch auf der rechten Seite, findet dann aber wieder keinen Abnehmer in der Mitte. Das heißt, er findet einen, aber Corbin kommt leider einen Tick zu spät. Wenn der Vormann kommt, dann haut er das Ding auch rein, bin ich mir sicher. Heute wieder auf dem Platz für den GSC Justin Eilers. Das war er nicht, das war Nico Launstein mit einer super Flugkopfparade. Ne, Flugkopfballparade, Entschuldigung. Das war allerdings Justin gerade, der so ein bisschen so ganz leicht gehemmt gewirkt hat. Sagen wir mal so. Er ist noch nicht bei 100% wieder. Wollte aber natürlich gerne bei diesem Spitzenspiel gegen Kloppenburg mitwirken. Oh, jetzt eine schöne Aktion von Corbin Behrens, der aus 30 Metern einfach mal abzieht und der Ball geht knapp rechts am Pfosten vorbei. War das 30? Ne? Ja, 30. Da sind wir schon in unserer Halbzeitshow. Wir hatten so ein kleines Elfmeterschuss, so einen kleinen Elfmeterschusswettbewerb, an dem auch Horst Wolter, der ehemalige Meistertorwart von Eintracht Braunschweig von 1967, teilgenommen hat. Da sehen wir ihn bei seinem Versuch gegen den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hermann Behrens, der den Ball sogar fast gehalten hätte. So. Und zack, sind wir in der zweiten Halbzeit. Ja. Hallo. Die Kloppenburger kommen ziemlich stark aus der Kabine. Also muss ich wirklich sagen, dass der zumindest die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit ihm gehörten. Hier kommt Roger Krone, der Top-Torjäger der Kloppenburger, knapp zu spät. Und da sehen wir die beste Chance des Spiels, die dann doch wieder dem GSC gehörte. Hamoudi haut das Ding an die Latte und und im Nachschuss auch nochmal wirklich eine gute Chance, also eine richtig große Doppelchance. Leider ohne Erfolg. Hier sieht Nico die gelbe Karte ganz zum Schluss, also dem Schiedsrichter noch einen Spruch gedrückt. Der sagte dann, ja, noch so ein Ding und du gehst raus. Nico sagte dann irgendwie, ja, ich gehe sowieso gleich raus, weil es gleich Schluss. Und dafür hat er dann gelb gesehen. Typisch Nico, auf jeden Fall richtig geil. Zusammenfassend können wir sagen, ein sehr taktisch geprägtes Spiel zweier hervorragender Oberligamannschaften, die zu Recht beide in die Regionalliga aufsteigen werden. Das können wir jetzt schon sagen. Und das Unentschieden geht unterm Strich in Ordnung. Ja. Gehst du mit, oder? Gehe ich absolut mit. Zum Schluss haben wir noch ein paar Stimmen eingefangen, beziehungsweise unser neuer Kameramann Fabian Schauzu. Vielen Dank fürs Filmen. Ja. Und wir hören uns später. So, bei mir jetzt Peter Endres. Peter, erstmal Glückwunsch zum Punkt. Dankeschön. Wie zufrieden seid ihr mit der Leistung? Ja gut, vor dem Spiel haben wir uns vorgenommen, einen Punkt zu holen. Minimalziel erreicht. Ein bisschen Glück in der Lattenschuss rein, gewinnen wir das Spiel, aber im Großen und Ganzen denke ich mal, sind wir mit dem Punkt zufrieden. Darf man das Wort Niedersachsenmeister hier schon erwähnen?
wir wollen, unser Ziel ist auf jeden Fall, Niedersachsen Meister zu werden. Die Saison ist zwar noch, sind noch ein paar Spiele hin, aber unser Ziel ist klar definiert. Wir wollen Erster bleiben. Wir sind Erster, nicht umsonst sind wir auch da oben. Und deswegen würde ich sagen, ja. Wenn wir, also das andere wäre eine Enttäuschung, wenn man sagen würde, nein. Deswegen, wir sind Erster bleiben und ja, deswegen, das ist unser Ziel. Alles klar, bedanke ich mich. Danke auch. So, bei mir jetzt Herr Neumann, Co-Trainer beim BV Kloppenburg. Herr Neumann, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Punkt. Wird Ihnen sicherlich auch weiter helfen, zumal gegen den Spitzenreiter kann sich sehen lassen. Das Spiel an sich war nicht so schön anzusehen. Wie bewerten Sie die Leistung Ihrer Mannschaft? Also ich glaube schon, dass es ein Spiel war, was ein sehr gutes Niveau hatte, ja, was auch von Taktik geprägt war. Ja, war ja auch klar, dass Goslar nicht ins offene Messer laufen will. Wir wollten nicht ins offene Messer laufen und trotzdem hat man ein kampfstarkes, rassiges Spiel gesehen. Ja, und wenn man die ein, zwei Chancen rechnet, wo wir am Tor vorbeiköpfen, ja, hätte man vielleicht auch ein anderes Ergebnis erzielen können. Auf der anderen Seite der Schuss an die Latte von Alavi, den er überragend macht, würde natürlich dann auch zu unseren Ungunsten das Ergebnis umwandeln können. Ja, und Sie als Mitverantwortlicher eines Fußballvereins, was sagen Sie generell zur der Umstrukturierung der Ligen? Ja, also langsam sollte mal Schluss sein. Ja, und diese ganze Geschichte hätte man sich sparen können, wenn man damals die Regionalliga Nord auch noch gelassen hätte. Ja, mit diesen, wo es diese fünf Regionalligen noch gab. Das war vor 12 Jahren, glaube ich, genau, da bin ich nach Kloppenburg gewechselt. Ja, und dann gab es einfach zu viele Reformen. Da hat man vieles kaputt gemacht. Viele Traditionen sind im Bach runtergegangen. Ja, und jetzt muss man sehen, oder jetzt sollte der DFB oder die DFL mal sehen, dass diese Geschichte so bleibt. Ja, und dann werden wir nächstes Jahr, denke ich mal, ordentliche Spiele sehen. Ja, und auch wenn viele sagen, unattraktiv gegen HSV oder gegen Werder 2 zu spielen. Also ich glaube schon, dass das Look oder attraktive Spiele werden können. Wir wollen es hoffen. Ich bedanke mich und wünsche eine gute Heimreise. Gerne. Ja, schon auch hier, unglaublich. Goslar Jungs, wir sind alles Goslar Jungs. Goslar Jungs. Goslar Jungs, wir sind alle.